Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 18. Juni. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Wir nehmen uns den Chart wieder in der Mitte und wir sehen, wir haben ein Mini-Gap von gestern Abend. Wir platzieren hier die 10.000, die 12.307, bleiben bei der 15er Box, aktivieren die und gehen auf den rechten Chart und schauen uns mal die Vola-Boxen an, die Blue-Boxen an. Gestern hier, wir sehen es im ersten Trade eine 18,5er Box, deswegen gehen wir wieder auf das Niveau von 15. 40er Box ist direkt in den Gewinn gelaufen, die 19er Boxen sind direkt in den Gewinn gelaufen. Hier sehen wir die 40er Boxen, die haben ein wenig gezappelt. Ja, sind dann hier in den Gewinn gelaufen. 27er Box, 65er, 26er Box. So, wir haben die Gaps. So, wir haben die Vola Boxen. Das sind die grünen Boxen. Da gehe ich mal auf den 5-Minuten-Chart rein und sehen hier dort gestern den Hedge-Auflösungstrade gemacht mit der Box. Dann haben wir diese Box mehrmals gespielt. Wir haben hier oben den Trade gemacht. Wir haben Big Numbers in Gewinn gebracht. Die Vola-Boxen haben wir getradet. Dann wieder Big Numbers. 1, 2, 3, 4. Dann diese grüne Box getradet. Dann hier nicht mehr gegen Mittag. Aber nach Nachmittag gab es hier schöne Boxen, die man hätte traden können. Also, das zum Thema Boxen. MTX. Master Template, das ist die 5-Minuten-Strategie. Haben wir aktuell eine blaue Kerze. Wenn der Kurs jetzt drüber schließen sollte, über 12.349, also über dem Daily Pivot, dann würden wir ein Long Setup bekommen. Ansonsten alles grau. Diese grüne Box war gestern zur Markteröffnung. Alles andere gab es gestern, also halt kein Signal. Kinjunsen gab es gestern, das ist die andere 5-Minuten-Strategie hier, das Signal um 11 Uhr, beziehungsweise um 12:20 Uhr, da treten wir ja auch nicht. Und am Abend gab es denn einmal dieses Setup hier, was gut letztendlich gelaufen ist. Wir gucken uns den Tagesschart an. Tageschart im DAX. So, nach wie vor, wir sind hier in der Aufwärtsbewegung. Die Bewegung, die wir jetzt hatten, hier sehen wir, haben wir gestern schon erwähnt, dieser Abverkauf. Wir sind direkt beim 61,8 Retracement, das heißt, hier gibt es einen Schlusskurs darüber auf Tagesbasis. Dann werden wir wieder in Richtung dieses All-Time-Highs laufen. Das dann, also nicht All-Time-Highs, aber der Strecke hier zumindest bei 12.933. Und dann wäre die nächste Zielmarke hier bei 12.303. Und dann sehen wir ja auch schon, wo wir uns dann befinden. Nämlich dann auch hier auf das Level 161,8. Das würde dann liegen bei 13.771 und das ist dieses High. Das sehen wir auf den Wochenchart dann auch. Exaktement. Hier 2 und der Breakout wäre dann hier der Ausbruch aus dieser Zone darüber. Das wäre dann der Break aktuell, wie gesagt, 10.413 plus minus bei diesem ganzen Bereich. Wenn wir uns diese mal ziehen, dann sehen wir hier, dass wir um 12.500, 12.400 diese Zone hier haben als Widerstandsbereich. Da muss er also rüber.
Okay, das ist der Fahrplan mal skizziert oder Idee. Wir sehen jetzt, der Markt geht hier rüber. Das heißt, wir gehen mal hier raus mit der Box und gehen auf 12,4. 12,4 bedeutet, wir gehen long bei 12.407 und short bei 12.392. So. So, MTX eventuell. Und wir sehen, es gibt ein Long Setup, MTX. Wir kommen ein Tickchen besser rein. Daily Pivot. Und Confirm. Bestätigt MTX Long. Vola-Boxen, beziehungsweise unsere Big Number liegt bei 12.400. Die andere können wir sicherlich unten auch schon platzieren. 12.300 und gucken, welche zuerst dann erreicht wird. 9 Uhr, Markteröffnung und die Vola-Boxen könnt ihr euch notieren. Einmal oben das Niveau 12.438 zu 12.423 und unten ist die bei 12.193 zu 12.178. Wir werden die obere jetzt aktivieren als Pending Order. Das heißt, wir haben jetzt drei Boxen in Warteschleifung 12,3, hier ganz rechts 12,4 und die Vola-Box dort oben und ein MTX-Signal. Und jetzt müssen wir einfach nur warten, in welche Richtung der Markt läuft. 9:05 Uhr gleich und unser DAX-Trade hier mit dem MTX-Signal steht kurz vorm Landeanflug. Gewinnziel liegt bei 12.377. Fünfundsechzig gehandelt. Und die erste Box ist dann die Big Number bei 12.407, gefolgt von dann einer Vola-Box. So, noch ein paar Punkte fehlen bis zum ersten Gewinnziel bei MTX. Wir sehen es hier oben, 2,3 Punkte haben gefehlt. Wir sind immer noch long im DAX. Und wir versuchen noch mal die 12.400 der Marke anzusteuern. Wir sind nach wie vor oberhalb des Daily Pivots, aber er kämpft. Daily Pivot liegt bei 49, das ist die 50er Marke. Ja, und die rote Linie zeichnet uns unser Take Profit an vom MTX. Ja, da war das Signal hier, unser Gewinnziel liegt ein knapp Tickchen unter dem vorgegebenen. Warum? Weil wir besser reingekommen sind hier bei dem Signal und warten jetzt. So, es ist 9:11 Uhr. Noch keine Box aktiviert, aber dafür sind wir MTX Long nach einer 5-Minuten-Strategie. Und der Markt klebt hier immer noch. Die rote Linie ist unser Gewinnziel.
62 sind wir aktuell. Zwölftausendvierhundert wäre die erste Box. 12,3 oder 12,438, 12,423, die Wohler-Boxen. Bei den Blue-Boxen gibt es auch aktuell noch nichts. Okay, wir sind raus aus dem Trade. Pending Box ausgeführt. Die erste Box für den heutigen Tag, für unser Videotagebuch, ist die 12,400. Wir gehen Long bei 12.407 oder Short bei 12.392. Unser Gewinnziel ist die blaue Linie. MTX sehen wir, ist hier in den Gewinn gelaufen. Hier sind wir Long gegangen und dort sind wir ausgestiegen. So, und unser erste Box ist dann auch aktiv. Die nächste Box liegt dann oben oberhalb, 12,423 zu 12,438, falls der Kurs dahin laufen sollte. Aktuell sind wir short, wir haben multipliziert auf der 12,407 mal 3. Geht der Kurs jetzt nach oben, würden wir short und long gleichzeitig sein in diesem Boxverfahren. Short 92. Und stehen kurz vorm Landeanflug. Die blaue Linie einmal berührt. Und raus. Das war der erste Box-Trade für heute mit Gewinn, der Markteröffnungstrade. Und ja, nach wie vor, ich biete euch an, solange ich noch nicht im Urlaub bin, ich fahre am 13. ist mein letzter Tag, biete ich euch an, nach wie vor 30 Tage Gastzugang, seid mein Gast, schaut euch an, was wir hier so machen. Ihr habt ja heute einen Einblick gekriegt, dass wir parallel zum Box-Trading auch andere Strategien traden. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Und morgen, es ist heute 18. Juni, morgen gibt es ein Live-Webinar, auch bei uns im Live-Trading-Raum. Also wenn ihr Zeit habt, könnt ihr euch gerne registrieren. Also ansonsten, gute Trades euch noch, bleibt gesund. Bis dann Montag. Morgen gibt es keinen Live-Trade, weil morgen großer Verfallstag ist. Also schönes Wochenende.